Ich glaube, ich kann begeistert sein. Ist mir heute Nacht eingefallen. Warum nicht Polynome ab jetzt so multiplizieren? Geht besser. Bei Kleinigkeiten, ich weiß, da macht man den Bogen ran, erste Klammer, zweite Klammer und so weiter und Kram. Und zwar, ich habe das Verfahren dann ein bisschen ausgebaut. Und zwar gucken wir nochmal schnell hier. Wenn ich hier Nullen stehen habe in der Zahl, dann heißt es mal 0 Einer oder hier heißt es 0 Hunderter oder hier heißt es 0 Zehner. Dementsprechend muss ich auch mit den Nullen arbeiten. Wenn ich meine Polynome ordne, dem Grad nach, also die höchste Potenz zuerst, dann die nächsthöhere und so weiter, und ich habe jetzt keine x hoch 1er, hoch 1 schreibt man nicht, und ich habe auch keine x hoch 0er, dann schreibe ich nur 0 hin. Warum? Werdet ihr dann gleich sehen. Genauso, wenn ich hier nur normalerweise den Term habe 2x hoch 3 minus 6x plus 7, aber keinen x hoch 2 dazu, dann schreibe ich mir das extra dazwischen. Ich habe es grau gemacht, alles, was ich eingefügt habe. Warum? Weil ich mir dann mit den Nullen die Stellen nicht versauen kann. Das ist so ähnlich wie Zehner, Hunderter, Einer und so weiter. Und jetzt guckt mal, jetzt habe ich einfach bloß das genauso wie hier gemacht. Jetzt habe ich gesagt, 2x hoch 3 mal 0 ist 0. Schön genau drunter schreiben. Mal 0 ist wieder 0. Immer ein bisschen Platz lassen, damit man dann alles schön ordnen kann. 2x hoch 3 mal 5x hoch 2 ist 10x hoch 5. Hinschreiben. Das ergibt, ne, 2 mal 4 ist 8, aber minus hinschreiben, x hoch 3, x hoch 3 ist x hoch 6. Und so weiter und so fort. Wenn ihr das mal durchdenkt und das mal ausprobiert. Ich werde dazu hier zur ausführlichen Variante, allerdings ein bisschen einfacher erklärt, werde ich mal einen Link hin machen. Dann kann man sich, obwohl es viel aussieht, aber viel Schreiberei und vor allem viel Irrtum ersparen. Ich hoffe mal, euch gefällt es auch. Wenn ja, Daumen. Wenn nicht, Daumen. Ganz egal. Also, mir hat es gefallen und ich schätze, den Schülern wird es auch wieder gefallen. Polynome multipliziert man, nebenbei gesagt, um zum Beispiel dann auch die Polynomdivision mal zu üben. Da werde ich zum Schluss dann hier den Link anfügen. Habe ich nochmal auf meine Art erklärt. Na denn, ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann, macht's gut, tschüss.